Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kommentierten Gameplay mit mir im Samper und heute ganz speziell mit Mr. Nasenbär. Hallo Leute. Ja, hallo Nase. Und heute mal wieder mit einem Replay von ihm mit seinem F-1050T. Und vielleicht habt ihr es ja bemerkt, was ganz Spezielles, er ist heute mit dabei, weil er halt, also erstmal will ich ein Dual Commentary ausprobieren. Und zweitens kann er wohl mehr über seinen Heartbreaking F-1050T Replay sagen als ich. Aber er will es selber nicht aufnehmen, ne? Ein bisschen schüchtern. Gar nicht wahr. Ich habe einfach nicht die Mittel. Ja, oder so. Ja, was gibt's groß zu sagen? Wir spielen Himmelsdorf im Winter. Nase ist hier Top-Tier. Das ist ein schönes Matchmaking, hab ich dir schon gesagt. Ja, Top-Tier. Ja, Top-Tier. Aber ich möchte X4M schon wieder ausgeschaltet haben. Ja, bei mir geht's gerade nicht. Nicht zuletzt der Grund, weswegen ich auch relativ aggressiv spiele. Aber das werden wir gleich sehen. Ja, also vielleicht ganz kurz hier noch an die Zuschauer. Wir probieren hier eben mit zusammen das Replay anzuschauen und so. Das heißt, es könnte sein, dass wir ein bisschen Probleme haben. Aber egal, das stört euch nicht weiter. Quatsch. Ich würde sagen, wir starten in 3, 2, 1, los. New Record Boy. Ja, hier wird ein T32 von Anfang an irgendwie zugeflammt. Keine Ahnung warum. Let's go. T32, ich hab den T32. Achtung. Das sieht man jetzt nicht, das war noch ein paar Sekunden davor. Ja, also ich entscheide mich hier gleich mal direkt auf den Hill zu gehen. A, weil ich Top-Tier bin und B, was man jetzt nicht sieht. X4M mir verraten hat, dass mein Gegner nicht allzu schwer sein dürfte. Je schwerer ist dein Team, ne? Das ist immer das Ding mit X4M. Man soll sich davon auch nicht täuschen lassen. Ich habe jetzt einfach gesagt, ich mache das, ich fahre hier hoch. Und lass mich überraschen, was kommt. Oh, guck mal, ist schon Baum gefallen. Erstes Mal Standardposition anfahren, Heavy Line. Vielleicht mit dem FCN nicht so vorteilhaft, weil null Panzerung. Ja, vielleicht an die, die es nicht wissen, FCM Premium Tier 8 Franzosen Heavy. Ist groß wie ein Heavy, aber ist ne, schnell wie ein Medium. Witzigerweise. Ja, der Schuss war wirklich unnötig, mich gegen T29, der Hulldown stehen anzulegen, ist natürlich Schwachsinn. Oh, aber schön ist der geweakshottet. Ja, ich wollte eben den Vorteil hier ausnutzen, dass keiner vom Gegner schon oben war. Es kommen aber ein paar. Kannst du uns sicher erklären, warum bist du nicht außen rum gefahren? Ganz einfach. Ach gut, ich auf D3 gerne mal gegen Sniper stehen, die dann von unten hochschießen. Ja, und vor allem sehe ich schon, dass da links sind vier von euch, ne? Von dir. Richtig. Und weil ich das selber auch ganz gerne mal mache, gerade wenn ich Lot hier bin. Guck mal, die Hummel hat ja einen gewatcht. Ja, damit hätte ich rechnen müssen. Habe ich im Endeffekt auch. Leider habe ich mich zu spät dafür entschieden, mich da langsam mal zurückzuziehen. Was ich dann jetzt auch langsam mal mache. Oh Gott, ein Elektro-Cap durch. Ja, jetzt wo du wegfährst. Oh Gott. Gott, wenn ich es nur schon auf der Mimap schon anschaue, ne? Da stehe ich mir schon die Haare zu Berge. Centurion steht da unten mit auf der Strecke. Ja, das habe ich erstmal ein bisschen außer Acht gelassen. Also ich habe meinen Fokus hier auf den Hill gelegt. Die Jungs hinter mir konnten das noch eine Weile halten. Und zumindest bin ich davon ausgegangen. Deswegen ich mich hier mit den anderen beiden ein bisschen arrangiert habe. Na, ja, nimmst du die Heavys schön auseinander mit deiner... Ah, gebounced. Keine Ahnung, wo der Schuss hinging. Egal. Da war ich vielleicht ein bisschen schnell. Killgeil. Ach, wer kennt das schon nicht? Ah ja, jetzt wärst du rüber und wärst von. Oh ne, der T43 erwartet dich nicht. Ich mach dafür einen T29. Guck mal. Ja, ich hab jetzt gesehen, dass unten auf D3 eigentlich nur noch die Su-100 steht, die sich im Moment aber nicht vortraut, weil eben unten der Löwe da auch präsent war. Dann hab ich gesagt, fahr ich hier hoch, versuch den anderen den Rücken zu schießen. Der T29 stellt momentan keine Gefahr dar. Wow, der erste Bouncer. Ja, am FC1 Bounce auch mal was. Genau dann.
wenn es nicht sollte, also vom Gegner her. Ah, das sieht auch eigentlich aus, als wenn er cappen würde, ne? Aber ist wohl nicht so. Ja, deswegen, ich habe gesagt, bevor ich hier keinen Schaden mehr zusammenkriege, mache ich jetzt nochmal eine Nummer härter. Ja, 20 in Krieg von Frontal so nicht geknackt. Sag mal, Tiger schläft auch, ne? Da hinten. Der wird nachher noch, ich sag mal, entscheidend. Lol. Ich gedacht, gut, den AT-28 kriegt Frontal nicht geknackt. Ah, da ploppt ein Prototyp auf, den nehmen wir doch mal gleich nochmal mit. 2, 1, 0. Oh! Das ist natürlich knapp. Wieso hast du nicht auf den Durum geschossen? Weiß ich nicht, ich hatte in dem Moment nur den Prototyp im Auge. Jetzt habe ich gesehen, der dreht sich, also schnell weg hier. Mir eigentlich nicht noch einen Schuss von dem fangen. Ja, und somit zum Thema Cap, hm? Vorbei. Ja, da habe ich dann auch gemerkt, scheiße, die Jungs unten haben total versagt. Celavi. Die 29 muss raus, dann der T28 weg und dann so schnell wie möglich zum Cap. Die Hummel hat die zugeschlagen, knapp dann die aus vorbei. Aus irgendeinem Grund, den ich jetzt nicht nachvollziehen kann, haben die Jungs unten aufgehört zu cappen. Für mich natürlich toll. Weil die wahrscheinlich Löwen töten wollten. Und hier kam der Punkt, wo der Tiger entscheidend wurde. Dadurch, dass er dem T29 noch eine drücken konnte, konnte ich ihm noch eine knallen und dann wegrammen. Boah, du hast mit den kleinen Geschwindigkeiten so viel Damage gemacht, nicht schlecht. Ja, der FCM, was viele nicht wissen, ist, wiegt 60 Tonnen. Der ist so extrem mobil, weil er eben einen sehr starken Motor hat. Mit 60 Tonnen kannst du schon einiges wegrammen. Und guck mal, Kollege T28 wieder. Ja, der. Es war natürlich ein Lucky Shot, dass ich dem mit Ketten gleich noch einen Schaden gemacht habe. Hat mir im Endeffekt den Arsch gerettet. Andere Frage ist, ob es sein muss, dass du einen Schuss gefressen hattest, du ein Typ. Ja, ich bin ziemlich aggressiv rumgefahren. Ich habe mir schon gedacht, dass der wahrscheinlich zurückkommt, aber. Es ist 50-50. So hin. Ist klar, wenn du hier runter guckst, da steht immer die Arti. So auch hier. Vor, und jetzt können wir vielleicht schnell Pause drücken, genau jetzt. Weil ganz kurz so, dann ist das taktische Übersichtszeugs, ne? Kurz Minimap zum Schauen, was will NASA als nächstes tun für die Leute, die das nicht ganz checken. Eine ist in der Basis, ne? Die ES-6 ist in der Basis am Campen. Genau, das wusste ich, dass die ES-6 in der Basis ist. Der Centurion wird von so hinten aus, kommen. Wenn er von hinten kommen möchte, der Prototyp. Eventuell, zumindest bin ich davon ausgegangen, dass er mich dann unten auf der A-Linie versucht abzufangen. Ja, dass er dir wahrscheinlich entgegenfahren wird, der Centurion von hinten und die S6 im Cap, das heißt, genau, im Leben also sieht man ich, das. Damit habe ich schon gerechnet, dass mich der Prototyp abfängt. Ja, blöderweise der Prototyp 3 hit, ne? Und der. Ups. Und ja. Das wird dir wahrscheinlich noch das Genick brechen, nehme ich mal stark an. Ich bin jetzt bei 29,23, 0923. Ja, ja. Okay, das heißt, 3, 2, 1, weiter. Gut, jetzt sagen wir vielleicht. Ich schaff's nicht mehr rechtzeitig. Jetzt wissen die Gegner natürlich, wo du bist, ne? Das ist, so, was ich jetzt mache, ist. Fehler. Kann sich viele eigentlich merken. Ich war gespottet. Der Gegner denkt, ich fahre jetzt wieder in die andere Richtung. Warte so lange, bis ich ungespottet bin. Dreh wieder in die andere Richtung. Ah, ja, ich dachte ja schon, du willst jetzt, du fährst zu früh zurück, aber ist gut, ja? Nee. Ich wollte den Gegner damit so ein bisschen in die Irre führen. Genau, das könnt ihr euch merken. Wenn es ein aufmerksamer Gegner ist, er sieht, okay, der fährt wieder in die andere Richtung hier runter, dann versuche ich den unten abzufangen. Die Freude wollte ich denen dann aber nicht geben. So, hier hatte ich so ein bisschen Magenschmerz. Ich dachte, wenn jetzt hier der Prototyp auftaucht, bin ich platt. Deswegen so schnell wie möglich hier an allen Straßen vorbei, Richtung Cap. Entweder das klappt oder nicht. Also an dem Punkt habe ich eigentlich innerlich schon aufgegeben. Ich habe gesagt, ich fahre jetzt Full Helm rein in Cap, versuche zu resetten und dann gucke ich, was passiert. Glücklicherweise kommt mir hier keiner entgegen. Ja, glücklicherweise, kannst du laut sagen. Das heißt, der Prot ist wahrscheinlich auch versucht, von hinten hochzufahren. Was vielleicht auch an dieser, ich sag mal, an dem Irreführen gelegen haben kann. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht unbedingt, weil es wäre zu kurzfristig. Der Prot ist ja sehr langsam und wenn der schon von Beginn an gesagt hätte, will hinter dir, er will dort hinten hoch. Was mich hier stutzig gemacht hat, dass es nur einer capped. Schauen wir sie wieder raus. Ach, da ist der Prot. Da habe ich schon gedacht, okay, das war's. Ich wollte versuchen, hier eine Kette zu legen, hat leider nicht ganz geklappt. Zu meinem Glück. Oh Gott, der bounced. Hat der ES6 so einen so großen Winkel auf meine Ketten geschossen, dass es
gebounced ist. Bounce sieht man aber nicht, ne? Nee. Nee, der hat man gesehen. Oh, Gottchen, hast du ein Pummel. Auch der Prototyp, auch wieder seitlich in die Kette. Also, warum ich hier auf die Wange ziehe, frag mich nicht. Ja, das habe ich jetzt gerade fragen wollen. So, wenn du jetzt hier mal auf Pause drückst. Okay, Pause. Ja? Oh. So, dann zoomen wir mal raus. Ich bin genau in dem Moment, wo du jetzt den Tuchel abdrückt. Den habe ich zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, noch gar nicht mitbekommen. Ich war auch also, nicht. Wir hätten es auch gar nicht. Nee, ich habe den Prototyp im Auge gehabt. Ich dachte, gut, schnell wie möglich hinten an ihn ran, bevor er sich dreht. Können wir mal weitermachen. 3, 2, 1, los. Gott, der hat dir noch 94 stehen lassen, du Lacke. So, da habe ich... So, stopp. Nicht so schnell. Ja, So. Das ist jetzt der Punkt, wo ich meine, dass es der Fehler war. Ich habe gehofft, noch rechtzeitig zum Prototyp zu kommen, um ihn an eine Kette zu schmeißen und dann, ich sag mal, auseinanderzunehmen. Dass der Centurion aber in dem Moment von hinten kam, hat mir natürlich meinen ganzen Plan durcheinander gebracht. Deswegen habe ich mich dann entschlossen, gleich wieder umzudrehen, den Centurion rauszunehmen, weil es ein Two-Hit ist. Aber wir sehen, was dann passiert. Ja, du hast da... Und weiter. Also, lass mich mal jetzt runter Prot von hinten, ne? Ich drehe mich. Versuch den Centurion noch einzudrücken. Und der Pounce! Ja. Und hier war der Fehler, ich hätte eigentlich gleich gerade auf den Centurion rauffahren müssen, dass der Prototyp mir nicht in den Hintern schießen kann. Ja, witzig, ne? Du bist die ganze Zeit aggressiv gefahren, die zum Schluss was drauf angekommen wäre. Ja, der Centurion hat mir da quasi das Genick gebrochen. Dem habe ich dann nicht gerechnet. Ja, muss natürlich sagen, es gibt so ein paar Schüsse, die nicht fressen hättest dürfen zu Beginn, ne? Ja. Ich sag Hummel. Die Hummel in der T29 war nicht notwendig, aber daran merkt man, wie wichtig es eigentlich irgendwo ist, ich sag mal, am Anfang nicht zu viel Schaden zu fressen und unnütz Schaden zu fressen, weil man die HP zum Ende wahrscheinlich noch braucht. Und da darf ich mal ein Diskussionsthema aufgreifen, was jetzt vielleicht auch die Leute in den Kommentaren diskutieren können, was ich letztens im Forum gelesen habe. Warum angeblich viele gute Spieler, laut XVM wohlgemerkt, hinten campen. Und ich glaube, man sieht jetzt genau warum. Und vor allem, warum vielleicht Nas sogar noch ein bisschen zu wenig vorsichtig gespielt hat. Ich stelle jetzt mal diese Hypothese in den Raum. Die guten Spieler sind zum Schluss immer die, die das Spiel tragen müssen. Ist nun mal so. Wahrscheinlich sieht man das hier auch ein bisschen. Und da merkt man halt extrem, dass du... Oh, mein Spiel leckt, Moment. What? Dass du zu Beginn vielleicht wirklich noch ein bisschen vorsichtiger spielen hättest sollen und dann jetzt am Schluss mehr hätte man machen können, tun, Typen. Ja, also jetzt im Nachhinein betrachtet, klar. Ehrlich gesagt habe ich aber nicht damit gerechnet, dass das so ein Spiel wird. Ich hatte eigentlich gerechnet, dass es ein ziemlich kurzes Spiel wird und ich... Wollte halt gucken, dass ich ziemlich schnell Schaden an Mann kriege, bevor das Spiel zu Ende ist. Gut, darf ich sagen, so entwickelt, okay. Bei 99 Punkten dann decapped ist natürlich auch ein Ausnahmefall, das passiert nicht immer. Ja. Deswegen, aber auf sowas ja, muss man sich irgendwo doch immer einstellen und gucken, dass man versucht, so wenig wie möglich Schaden zu fressen am Anfang des Gefechtes. Na eben, am Schluss wird es immer am wichtigsten. Weil... man kann die anderen vorgehen lassen, die sowieso manchmal das Gefühl haben, sie müssen dann vor der Front stehen. So einen schönen Spot, jetzt mal böse gesagt. Was heißt vorgehen lassen? Nicht unbedingt. Einfach, sag mal, jeder hat seinen eigenen Spielstil. Es gibt, sag mal, gute Spiele, es gibt Spieler, die das Spiel gerade erst lernen. Es gibt eben welche, die können es einfach nicht. die fahren einfach, weil ihr Panzer sich bewegt und bleiben dann halt stehen, wenn sie einen Gegner sehen. Das ist halt so. Man selber weiß jetzt, oder man weiß, wie das Spiel funktioniert, man weiß im Großen und Ganzen, wie man spielen muss, wo gefährliche Punkte sind, wo man vielleicht nicht gleich voll reinfährt und wo man, ich sag mal, sicher Schaden machen kann, etc. pp. Nur jetzt andere vorschicken oder vorfahren lassen, gut, das passiert in jedem Gefecht, gibt's immer ein paar, in Anführungszeichen, Trottel, die diesen Job übernehmen. Gut, und da gehöre ich ja hier und da auch dazu, muss ich zugeben. Unwissenderweise. Ja, man guckt halt, dass man sein Spiel irgendwie so anpasst, dass man eben keinen Schaden frisst, aber gut Schaden austeilt. Das ist somit das Effektivste. Ja, nur... Wie man hier gesehen hat,
HP sind dann doch, ich sag mal, wenn es drauf ankommt, wichtig. Also ich sag mal, hätte ich ein paar mehr HP gehabt und den T28-Schuss noch überlebt, hätte ich das noch rumbringen können. Ich finde witzig, es erinnert mich gerade an eine Lehre, das sag ich zwar von einem anderen Spiel. Dort hieß es auch immer, und ich glaube, das kann man auch hier gut sagen, der Bessere ist immer der, der weniger Fehler macht. Man ist eigentlich so gesagt, man ist nicht gut, weil man etwas, ja, wie ist das zu sagen, weil man es einfach besser kann, sondern ich glaube eher, man ist halt auch teilweise gut, weil man halt Fehler vermeidet oder beziehungsweise nicht versucht zu machen. Das heißt, unnötige Schüsse fressen sind Fehler. Das kann man vermeiden, wenn man zum Beispiel nur schon ein defensiver spielt. Ne? Das hatte ich früher auch mal. Ich war auch mal so ein Agro-Kit, das irgendwie, ich weiß auch nicht, war noch World of Tanks zu Beginn. Genau, da hatte ich immer das Gefühl, man muss vorfahren. Jedenfalls, sobald man ein bisschen hinten steht, ein bisschen weniger Schüsse frisst, kann man auch plötzlich viel mehr machen. Ja, was heißt hinten stehen? Ja, man gut, muss alles natürlich. Man kann defensiv spielen von ganz hinten, man kann auch aggressiv spielen, aber eben, sag mal, das Auge dafür haben. Okay, hier kann ich aggressiv sein, ohne groß Schaden zu fressen, weil ich hier A, Deckung habe und B, ich sag mal, von meinem Team ein bisschen Support kriegen kann, weil ich hier A, Licht mache und B, vielleicht dann auch noch, ich sag mal, Gegner an die Kette lege oder je nachdem, was sich dann halt ergibt, ohne groß Schaden zu fressen, ja, weil der Gegner ziemlich frei fahren muss, um an mich ranzukommen und dabei beschossen werden kann. Es sind also manchmal, das kennt jeder, das habe ich auch öfter mal, ich fahre einfach vor und wenn man möchte ein bisschen aggressiver spielen, geht in die Hose, weil dann auf einmal doch mehr Gegner vor mir stehen, als ich tragen kann. Und ich nicht den Support habe hinter mir, den ich dafür bräuchte. Das ist dann halt, ja, Pech. Falsche Entscheidung getroffen. Ist so. Andererseits, wenn es dann gut geht, dann hast du ein richtig klasse Match und kannst deinem Team so zum Sieg verhelfen. Ja, stimmt, ja. Das ist auch alles immer ein bisschen, ne? RNG-abhängig. Je nachdem, wo es gerade will. Zum Beispiel da die letzten Schüsse zu beginnen, wäre es eigentlich schon theoretisch, wie viel? Viermal tot gewesen? Dreimal? Plus, minus? Bist eine Katze, ne? Ja, war ein bisschen Luck mit bei. Eben, das... Man braucht auch Luck, um ein Spiel zu gewinnen. Mit dem FCM brauchst du nicht groß winkeln, da bounce von Haus aus nicht viel dran. Aber trotzdem, am Schluss ist noch recht viel gebounced. Beim IS-6 war es wirklich Glück, weil der nicht auf meine Front gezielt hat, sondern wirklich so ein bisschen meine Seite. Ich habe versucht, in dem Moment den Wickel auch noch so ein bisschen größer zu machen, dass er eventuell mir nur die Kette zieht. Dass er dann da in der Kette abgeprallt ist und es mir null Damage gemacht hat. Gut, Luck. Prototyp war es so ein halbes Sidescrappen. Auch eher so aus der Reaktion heraus. Er hat halt schnell geschossen. Ja, hier kleine Unterbrechung, ungeplant, meine Festplatte war voll, sollte es eigentlich nicht, ist sie aber. Wir waren gerade noch nass eben beim Sidescrap vom Prototyp, waren aber auch gerade sein letztes Wort, das heißt, ihr habt sowieso nicht viel verpasst, witzigerweise zum Glück. Ich wollte eigentlich gerade noch sagen, wir sehen uns in der Gefechtsauswertung, wenn das Programm jetzt mitmachen würde. Ja, wir sehen uns in der Gefechtsauswertung. Und hiermit sind wir bei der Gefechtsauszeichnung-Wertung. Nas ist ein Panzerass, trotz Defeat für Luis, ne? Nicht schlecht, mein Freund, nicht schlecht. Und du... Tapfere Gegenwehr wegen High Kaliber. Und du hast aber auch schön Credits abgestaubt, ne? 122.000 für ein FCM. Wohlgemerkt, FCM nicht so die Kreditmaschine, ne, Nase? Ja, da gibt's bessere. Einer hat da letztens gefragt unter dem Video, was für ein Tier 8 er kaufen soll zum Credits farmen. Ich muss sagen, ich bin für den Jagdtiger 8.8. Ganz persönlich. Ja, aber... Schön gesagt. Ja, eben. Das ist... Dann beim Teamscore hat ja Nase 1411 reine XP.
Damit bist du ja mal sowas von oben. Das ist sogar mehr als der Gegner erste. Doppelt so viel. Fast. Fast. Auch nur fast. Damage hast du auch. Mehr als genug. Moment, was verzapfe ich da? Das mit der XP beim Gegner stimmt gar nicht. Aber trotzdem, Damage hast du viel gemacht. Ja, tatsächlich. Fünfmal gebounced oder gekrittet? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich gebounced, ne? Sonst würde es heißen, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Hey, du hast 4 Non-Penetrations, mein du Orlan-Lacke. Ja, stimmt, Tatsache. Ups. Ja, aber sonst eben Spotting Damage nicht wirklich, aber kannst du auch kaum auf eine Stadtmap. Ja, und sonst, wer sich das noch anschauen will, kann da Pause drücken und das nochmal von mir aus durchgehen. Ich glaube, Wichtiges gibt es nicht mehr zu sagen. Lasst unbedingt einen Kommentar da, wie ihr das Dual Commentary gefunden habt. Würde mich noch sehr interessieren. Nase, willst du noch was Abschließendes sagen zu deinem wunderschönen Battle? Nicht? Ja, kann aber sein. Ihr kennt uns ja, oder ihr kennt mich ja. Och, nur ein bisschen. Ja, muss ja wohl auch. Nun denn, Freunde, eben vergisst nicht zu bewerten, Kritik und so weiter und so fort. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, morgen, Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss.